Hallo, hier sind sie nun, die kleinsten Audio-Interfaces, die Moto jemals auf den Markt gebracht hat. Und zwar das M2, seht ihr hier oben, und das M4. Diese beiden Audio-Interfaces unterscheiden sich darum, dass der eine halt zwei Eingänge, zwei Ausgänge hat, das M2. Und das M4 hat vier Eingänge und vier Ausgänge. Und wir sind sehr stolz, dass wir diese Geräte zeigen können, weil sie einfach fantastisch klingen. Wir haben nämlich die gleichen Wandler eingebaut, die wir auch in den großen Moto AVB Interfaces haben. Das heißt, das sind diese ES Sabre 32 Chips, die für eine hervorragende Audioqualität mit 120 Dynamik an den Ausgängen bieten. Und ja, wir haben eigentlich bei allen Geräten nur Top-Werte. Wir haben, wie gesagt, eine super Qualität. Wir haben sehr, sehr schnelle Wandler. Die Geräte sind eigentlich class-compliant. Das heißt, wenn ihr einen Mac habt, einen PC oder ein iPad, könnt ihr sie direkt anschließen, ohne einen Treiber zu installieren. Ihr könnt aber einen Treiber installieren und dann habt ihr eine Latenz von 2,5 Millisekunden, also extrem schnelle Treiber. Und was ihr schon vielleicht gesehen habt, die Geräte sind einfach wunderschön. Also wir haben ja hier Pegelanzeigen und ja, in dieser Preistasse werdet ihr kein Gerät finden, was solche schönen Pegelanzeigen hat. Und nicht nur das, die Geräte sind sehr solide verbaut. Aluminiumgehäuse, was sogar abgeschirmt ist. Das heißt, ihr könnt euer Handy drauflegen und das Handy kann ein Netz suchen oder ihr könnt SMS verschicken. Und ihr kennt diese typischen Geräusche, die dann passieren können. Das passiert hier nicht bei den Motorinterfaces. Ja, ansonsten haben wir hier erstmal zwei Eingänge für entweder Mikrofon, für Gitarre oder für ein Line-Instrument. Die kann man natürlich unabhängig voneinander regeln in der Lautstärke am Trimpoti. Und natürlich, wie es beim Moto immer ist, ich kann auch individuell die Phantomspeisung für jeden Kanal ein- und ausschalten. Dann kann ich die Eingangssignale auf den Monitorausgang zumischen, also auf den Hauptausgang. Und hier habe ich nochmal einen Kopfhöreranschluss. Und ja, das Schöne ist, ich kann das alles direkt am Gerät machen. Ich brauche gar keine Software dafür. Alles ist direkt Plug and Play. So, und darunter, das ist das M4. Das hat, wie gesagt, noch zwei Kanäle mehr. Ich zeige euch gleich mal die Rückseite davon. Erstmal noch einen Unterschied zu dem M2. Und zwar haben wir hier noch einen Regler. Hiermit könnt ihr das Verhältnis zwischen Playback und Live-Signal zueinander mischen. Und ihr könnt noch die Eingänge 3 und 4 dazu schalten, das könnt ihr damit machen. Tja, und das M4 eignet sich natürlich fantastisch für DJs zum Beispiel, weil ihr habt ja wirklich zwei diskrete Stereo-Eingänge. Ihr könnt den Kopfhörer benutzen, um eure Songs vorzuhören, und ihr habt Pittenausgänge, wo ihr in die PA rausgehen könnt. Ansonsten sind beide Geräte natürlich für alle interessant, die wirklich hochwertige Aufnahmen machen möchten, wenn sie mobil unterwegs sind. Denn ihr könnt die Geräte direkt anschließen an euren Computer. Meine laufen gerade auf meinem MacBook Pro, der steht hier hinten. Der hat noch nicht mal einen Stromanschluss, das geht alles über das Akku. Und die Geräte werden darüber versorgt. Wenn ihr am iPad arbeitet, braucht ihr noch eine externe Stromversorgung. Aber das kann man natürlich auch leicht realisieren. Und ja, die Geräte laufen tatsächlich auch Plug and Play. Ihr könnt sie auch benutzen, ohne dass ihr überhaupt einen Computer dabei habt. Ein schönes Feature noch, was die Geräte haben, ist die sogenannte Loopback-Funktion. Mit der Loopback-Funktion kann man das Ausgangssignal des Computers wieder zurück in die Aufnahmesoftware schicken. Das werden sicherlich alle Leute lieben, die Podcastings machen oder Livestreamings machen am Rechner. Dafür ist das hervorragend geeignet. Und ja, wie gesagt, solide Qualität. Ich zeige euch nochmal die Hinterseite von dem M4, die Rückseite. Da sind so Sachen drin, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Zum Beispiel haben die Geräte auch einen Ausschalter. Auch das findet ihr in dieser Preistasse bei keinem Gerät einen Ausschalter. Dann gibt es MIDI einen Ausgang. Also beide Interfaces sind nicht nur Audio-Interfaces, sondern auch MIDI-Interfaces. Ja, angeschlossen das Ganze über USB-C am Computer. Das ist ein USB-C-Anschluss. Mitgeliefert wird ein USB-C auf Normal-USB. Das heißt, wenn ihr normal USB 2 oder 3 Anschluss am Rechner habt, könnt ihr das auch direkt natürlich anschließen. Und dann habt ihr hier die Ausgänge. Einmal natürlich Klinkenausgänge, wie beim Moto immer so üblich, alles symmetrisch. Und natürlich auch hier Cinch-Ausgänge zusätzlich, die ihr auch benutzen könnt. Und ja, rundum würde ich sagen, sehr schöne Geräte. Zusätzlich zu den Interfaces bekommt ihr noch ein
großes Softwarepaket dazu. Und zwar bekommt ihr eine Lite-Version von Digital Performer, die ist ganz neu, heißt Performer Lite. Und ihr bekommt eine Lite-Version von Ableton Live. Ihr bekommt mit der Performer Lite-Version über 100 verschiedene virtuelle Instrumente, Bässe, Streicher, Chöre, Gitarren, Schlagzeuge und so weiter. Jede Menge Effekte, die ihr auch natürlich braucht für unsere Musikproduktion. Hall-Effekte, Chorus-Effekte, Raumsimulation, alles Mögliche. Und es gibt von Big Fish Audio, von Lucid Samples und von Loopmasters, das sind drei große Sample-Schmieden, über 6 GB an Samples mit dazu bei jedem M2, bei jedem M4. Wir sind sehr stolz, dass wir wirklich mal so kleine Geräte am Start haben, die genauso klingen wie die großen. Das Motu M2 und das Motu M4.